Ich möchte heute ein bisschen über Fahrrad und Beleuchtung am Fahrrad reden und vielleicht auch ein bisschen mehr, als man da normal jetzt denkt. Ein kleines Voraus, ich habe nicht diese Odyssee durchgemacht. Fabio, den letzten Punkt widerspreche ich. Nein. Kannst du nochmal kurz zurück? Aber das ist ja deine Meinung, ne? Das ist halt auch dein Problem. Meiner Meinung nach ist deine Meinung ganz schön. Ja, also ich werde ganz kurz so, das gibt es alles und wir brauchen aber nur den Teil davon machen und dann werden wir ein bisschen über Details geben, was es so ist und dann werden wir noch ein bisschen darüber ablästern, dass sie es nicht besonders gut geschrieben haben. Es gab nämlich vor 2 Jahren gab es eine Novelle, das tatsächlich mehr erlaubt ist. Und die ist aber stellenweise nicht besonders schön geschrieben und wir wollen uns einfach angucken, was man denn heutzutage alles Schönes am Fahrrad darf und dass einige Regelungen auch etwas weniger strikt sind, als sie das früher einmal waren. So, Verkehrsrecht ist breit, wir beschäftigen uns heute nur damit. Das ist die Straßenverkehrsordnung. Wie ihr seht, da sind nur 2 Punkte schwarz, da werden wir auch nur sehr kurz reinschauen. Das sind nämlich diese 2 Punkte. Dann kommt die Straßenverkehrszulassungsordnung, sie ist auch sehr groß, wir werden uns auch nur mit sehr wenig beschäftigen. Ihr müsst also keine Angst haben, dass das hier 20 Semester dauert. Kommen wir auch zu einer Übersicht. Wir sehen einmal links alt, rechts neu. Was hat sich verändert? Ne, irgendwie so ein 63a ist neu gekommen, hat sich mal überlegt, ne, es ist eigentlich ganz schlau, überhaupt mal zu definieren, was so ein Fahrrad ist. Und ein 67a ist neu gekommen. Vorher war nämlich nur für Fahrradräder definiert, aber was mache ich eigentlich, wenn ich noch einen Anhänger dran habe? Ja, und der 22a, da steht halt drin, welche Fahrzeugteile von Blaulichtbalken bis Bremslicht halt alles eine Bauartgenehmigung brauchen müssen. Es ist aber auch nur so am Rande. Erster Paragraph aus der Straßenverkehrsordnung, im Dunkeln brauchen wir Licht und die Lampen dürfen nicht zugehängt und schmutzig sein, ne, eigentlich gesunder Menschenverstand. Sag das mal den Fahrrädern, die mir nachts entgegenkommen. Fahrradninjas. Ja, hier die andere Sache ist, ne, wenn man irgendwie so Ladung hat und die ist viel größer als das eigene Fahrzeug, ist es irgendwann mal sinnvoll, diese zu beleuchten. Ja, links ist nicht so interessant, rechts mehr so. Da steht, wenn es 40 cm über die Lampen übersteht, muss man eigene Lampen an die Ladung dran machen. Da werden wir nachher noch so einen kleinen Fail feststellen. Ein Fahrrad ist ein Fahrzeug mit mindestens 2 Rädern, was ausschließlich durch Muskelkraft auf ihm befindlicher Person mit Hilfe von Pedalen und Handkurbeln angetrieben wird. Also immer ein bisschen fortschrittlich. Man hat irgendwie schon ein bisschen an Leute gedacht, die ein Fahrrad als Behindertenfortbewegungsmittel benutzen und das eben mit Handkurbeln machen. Ja? Also man hätte auch nur Pedale schreiben können. Ja, und ein bisschen E-Motor ist auch erlaubt. Das sind die üblichen 25 km/h, 250 Watt und noch so ein bisschen Schiebehilfe. So. 2 Räder, ist nicht viel. Ja, das da ist auch ein Fahrrad. Und wenn das dann noch so eine Haube drüber hat, ist das immer noch ein Fahrrad. Und das ist auch ein Fahrrad. Die 2 Fotos, die wir eben gesehen haben, die fahren legal in Deutschland. Das ist ein bisschen lang, aber darum geht's heute nicht. Das ist auch ein Fahrrad. Die sind wohl extrem stabil, weil je höher du sitzt, desto mehr kannst du seitlich schwanken, ohne umzufallen. Außerdem kannst du mehr sehen. Also es ist ganz die SUV. Ja, die einzige Sache ist nur, wenn du bremst und du so diesen Körper machen, das ist einfacher. Also es gibt ja auch so, dass man während der Fahrt aufsteigen und lenken kann, also dass man einen Lenker hat, der umgeht. So. Ach du Schande, steig! Ja, dann, es ist, ein Punkt ist halt so geblieben wie immer, ne? Man muss irgendwie diese Bauartgenehmigung haben mit diesem komischen Schlangenlinienzeichen da drauf, ohne ist nicht. Also Heckpotenzial erstmal so ein bisschen eingeschenkt, ist nicht ganz so schön, aber wir werden noch so ein paar Lücken finden. Kann ich das nicht einfach bei dir drucken? Das Zeichen? Also, natürlich kannst du das, das ist dann halt nicht legal. Also die Nummer ist eine... Also das ist ein offizielles
rechtliches Symbol und die Nummer dazu ist eben auch speziell auf ein geprüftes Objekt zugeteilt. Die ist bei jedem, also das Bremslicht von Busch und Müller hat, das Rücklicht von Busch und Müller hat eine andere Nummer als das kleine Rücklicht von Busch und Müller, weil jede Variante eine eigene Nummer hat. Aber wenn du da dir das unbedingt 3D drucken möchtest, bist du dann in dem gleichen Bereich wie, ja, ich mach mir halt mein Kennzeichen selber. Das ist nicht ganz vergleichbar, aber geht so ein bisschen in die Richtung. Darf ich kurz was einwerfen? Einfach nur zusätzlich sozusagen, das ist eine Urkunde, wenn du mir das neid geht, das ist eine Urkundenfälschung. Willst du nicht machen. Was steht da drauf? Auf Urkundenfälschung? Boah, guck mal, es heißt Urkundenfälschung, guck dann bei Google. Ja, ganz interessant ist vielleicht, dass die Dynamos zwar von alters her auch zu den sogenannten lichttechnischen Einrichtungen zählen, also auch so eine Zulassung brauchen, aber Batterie oder Akku nicht. Du kannst dir jetzt also einfach überlegen, nö, Dynamo ist eigentlich doof, ich baue mir mal mit normalen gekauften zugelassenen Leuchten, baue ich mir mein Fahrrad auf Akkubetrieb um. Das ist auch so, dass beim Batterie- und Akkubetrieb es keine festgelegten Spannungen mehr gibt. Früher war mal 6 und 12 Volt festgelegt. Es gibt mittlerweile E-Bike-Scheinwerfer mit Zulassung. In der TA steht für technische Anforderungen, wird vom Verkehrsministerium herausgegeben. Ja, steht das immer noch so drin, aber das Kraftfahrtbundesamt darf darauf abweichen. Zum Beispiel so gab es auch schon länger Fahrradrücklichter mit so einer eingebauten Bremslichtfunktion. Die sehen wir später auch nochmal. Die gibt es auch schon länger, als es jetzt die Novelle gibt. Ja, wie gesagt, an optischen Teilen ist legales Hacking nicht möglich. Selbst wenn man noch so einen Legacy-Scheinwerfer hat, da eine LED einbauen ist nicht. Die Glühbirne da drin nehmen, braucht auch so eine Zulassung. Ist alles so ein bisschen streng in Deutschland. Wo man aufpassen sollte, wenn man etwas umbaut, ist, dass viele LED-Scheinwerfer es ausnutzen, dass der Dynamo eine Stromquelle ist, das heißt immer den gleichen Strom liefert und nur die Spannung sich von der Fahrgeschwindigkeit verändert. Wenn man da einfach einen Akku anschließt, dann ist es kurz hell und dann für immer dunkel. Deswegen muss man da ein bisschen Strombegrenzung basteln, ist schon die erste Sache, wo man ein bisschen was hacken kann. Dann sehen wir noch so ein bisschen ein paar allgemeine Anforderungen. Wenn ich ein Dynamo habe, muss ich das gemeinsam schalten, vorne und hinten, das kommt noch von früher. Dass wenn man nur das Rücklicht alleine anhatte, dann ist es sofort durchgebrannt, eben wegen dieser Stromgeschichte, dass dann die Spannung angestiegen ist. Es gibt mittlerweile immer mehr Rück- und auch Frontlichter mit Standlicht. Das ist mittlerweile auch tatsächlich mal in der Verordnung angekommen und nicht nur so, ja, technischer Fortschritt unter der Hand erlauben wir auch. Ja, das sind so ein paar allgemeine Dinge. Ein sehr wichtiger Punkt ist, dass sie die Ausnahmen für Rennräder und Sportfahrräder abgeschafft haben und einfach alle Fahrräder Stecklichter haben dürfen. Und man muss die tatsächlich nicht mal mitführen, sondern nur, wenn man halt zu erwarten hat, während seiner Fahrt noch in die Dunkelheit zu kommen, ist halt dann doof, wenn einem eine Unterführung oder ein Tunnel in die Quere kommt. Ja, dann auch E-Fahrräder sind schon berücksichtigt worden, insofern ganz modern. Da ist auch irgendwie doof, wenn man mit dem E-Bike irgendwo strandet, aber 2 Stunden Licht, um nach Hause zu schieben, hat man noch. Oder man hat eben E-Bike, was hatten die ersten, die haben tatsächlich noch ein Dynamo und nehmen nicht den Lichtstrom direkt aus dem Akku. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu Detailanforderungen. Ja, mein Fahrrad ganz normal, vorne ein weißer Scheinwerfer, wie immer kennt man. Rückstrahler ist auch nichts Neues. Die Anbauhöhe, ob die sich jetzt ein bisschen verändert hat, bin ich gar nicht so sicher. Unterschied ist, früher war genau vorgeschrieben, ein 5 Meter Abstand, das Licht nur noch halb so hoch.
haben wir gedacht, ist zu kompliziert, Scheinwerfer dürfen nicht blenden. Rohib hat ja eben schon von seinen Erfahrungen kurz berichtet. Ja, nicht blenden ist ein bisschen schwammig. Irgendwo woanders in der Straßenverkehrszulassungsordnung findet man für Abblendlicht an Kraftfahrzeugen, ja, 625 Candela, wenn es dunkler ist, dann blendet es nicht. Gut, da muss man sagen, es sind zwei Scheinwerfer beim Kraftfahrzeug, also für einen nur ungefähr 300. Dann letztes Mal schon mal eine Nebelschlussleuchte, die hat mich zwischen 150 und 300 Candela und die blendet. Also nicht blendend ist so ein bisschen, ja, nicht so ganz so geil definiert. Stellt eure Lichter einfach mit gesundem Menschenverstand ein, dann wird es schon. Das ist nämlich auch die Sache, die ganzen geprüften Scheinwerfer haben eine schöne Kante im Licht drin, dass man die wirklich ausrichten kann. Wenn man die ganz schwach neigt, dann ist das Licht 50 Meter, 100 Meter weit, aber da drüber hast du kaum Licht. Wenn man mal nur so eine runde Taschenlampe nimmst, ne, dann ist die Straße nicht besonders hell und zwei Drittel vom Licht landen in dem Auge vom Gegenverkehr, da hast du auch nichts gewonnen. Ja, interessant ist, es gibt auch Vorschriften für Fahrräder über 100 Zentimeter und sogar über 1,80 Meter Breite. Das ist ganz interessant. Früher wurde mal immer so diskutiert, ja, nee. Also ist bei den Anhängern noch spannender. Nee, Anhänger hinter Krafträdern, die dürfen ja nur einen Meter breit sein. Und ein Fahrrad, das ist ja so was Ähnliches wie ein Kraftrad. Nee, dann müssen wir ja dann die Kraftfahrtvorschrift benutzen. Ja, eigentlich gibt es da so einen Grundsatz, Lex Generalis vor Lex Specialis. Von Lex daher. Generalis Deogat Leges anders und Lex Specialis Deogat Leges Generalis. Das heißt, für unseren nicht definierten Fahrradanhänger müssen wir eigentlich die allgemeine Regelung benutzen, also 12 Meter lang, 2,55 breit, 4 Meter hoch. Dass wir Vorschriften für so breite Fahrräder und gleich auch noch für Fahrradanhänger haben, zeigt uns, ja, die Fahrräder und Fahrradanhänger dürfen so groß sein. Also daher gibt es beim Bau des Fahrrads dann sehr viel Heckpotenzial. Dürfen sie auch so schwer sein? Ja, also bis 7,5 Tonnen Zugfahrrad und 3,5 Tonnen Fahrradanhänger hast du gar keine Begrenzung. Danach musst du anfangen, Achslasten einzuhalten. Aber dran denkst du nur 250 Watt im Pedelec. Also... Ja, und Leute drauf ist, ne? kannst du 50 Leute reinsetzen, natürlich. Na, wie bei den Bierbikes. Sag mal, Gespanne auf leeren Fahrrädern bauen die dann jeweils 250 Watt fahren? Also, es gibt den Carla Cargo Anhänger, der ein Fahrradanhänger ist, der tatsächlich als Pedelec dann zugelassen ist und schiebt. Was jetzt passiert, wenn du den jetzt an ein Pedelec, ein Zugfahrrad dranhängst, ist eine spannende Frage. Da gibt's, glaube ich, noch keine Rechtsprechung dazu. Ja, dann kommen wir zur Kühe. Eben war ja nur Pflicht. Es ist jetzt auch Tagfahrlichtfunktion, leider nur Tagfahrlichtfunktion, nicht Tagfahrlicht. Das heißt, ich darf nicht in den Zubehörhandel gehen und mir ein Tagfahrlicht für ein Auto kaufen, obwohl es genau dieselbe ECE-Vorschrift ist, an meinem Fahrrad anbauen, sondern das geht nur, wenn der Hersteller von vornherein jetzt diese Tagfahrlichtfunktion in meinem Scheinwerfer vorgesehen hat. Von der Lichtverteilung her ist es aber absolut identisch mit dem Tagfahrlicht für ein Kraftfahrzeug. Die Bedienteile müssen nach ECE R60 gestaltet sein, das heißt, es müssen diese Symbole da unten sein. Die Symbole selbst müssen auch gar nicht in der Farbe sein. Man kann einfach nur eine grüne oder blaue LED nehmen und dann in dein Alublech hier mit der CNC-Fräse so ein Symbol reinfräsen und dann noch einen normalen Kippschalter daneben, dann ist das wasserfest und du hast aber auch diese Anforderung mit der Kennzeichnung Genüge getan. Jetzt kommen wir hier zu dem ersten, was neu ist und vielleicht auch einige Leute verwirren wird. Ja, das hier darf ich mir an meinem Fahrrad dranschrauben. Das kommt aus China und war sehr günstig, aber es ist ein Prüfzeichen drauf. nicht gefälscht. Und ich habe auch schon Motorräder mit TÜV gesehen, die Blinker hatten, die genauso aussahen und die gleiche Helligkeit hatten. Also darf ich aber leider nur einen mehrspurigen Fahrrad haben oder ich mache mir irgendeinen Schrank auf den Gepäckträger, dann geht das auch. kommen wir noch von da nach hinten.
ja, wir brauchen einen großen Z-Rückstrahler, das hier ist irgendwie hier so ein großer Apparat, ist meistens das Rücklicht mit drin, wird jeder an seinem Fahrrad haben. Früher hat man noch so ein kleines zweites Ding hier unten am Schutzblech gehabt, die sind nicht mehr vorgeschrieben, ja, die werden gar nicht mehr erwähnt, was auch noch zu in der Fehlbetrachtung gleich noch ein bisschen komisch wird. Ja, und wir haben hier wieder Vorschriften für breitere Fahrräder. Die Beleuchtung darf nicht mehr als 20 cm vom Umriss weg sein. Wir haben vorhin gesehen, bei Ladung sind es 40 cm. Aber irgendwie hat man wohl Angst, dass ein Fahrrad, weil das ja so klein und niedlich ist, irgendwie nicht so viel Platz hat oder so. Ich weiß es nicht. Ja, angenommen, da habe ich das nochmal als Foto, weil ich nicht genau wusste, wie hell das hier ist. Ja, hinten gibt es auch Kür, wieder Blinker. Ich kann dann eine Bremslichtfunktion haben, die ist dann von der Lichtverteilung genauso wie beim Motorrad Bremslicht. Ich darf mir aber leider nicht einfach vom Motorrad das Rücklicht dran schrauben, weil mein Rücklicht nämlich kein Motorradrücklicht sein darf, sondern nur das Bremslicht. Ja, und das Rücklicht muss dann wieder nach nationaler Zulassung sein. Das ist alles noch nicht so ganz schön. Ich kann wieder den Blinker haben und ja, ich darf ein Standlicht haben im Rücklicht. Das kennt man auch schon. Ja, das ist hier so ein Fahrradrücklicht mit Bremslichtfunktion. Man sieht, das ist relativ grell. Funktioniert dadurch, dass der Nabendynamo keinen perfekten Gleichstrom macht, sondern so wellig. Und da wird einfach nur analysiert, wenn die Frequenz schnell genug abnimmt, dann bremst das Fahrrad anscheinend und dann wird das heller geschaltet. Einfach mit einem Kondensator da drin, der sonst auch fürs Standlicht da ist. Also wenn der Dynamo weniger Strom... Wenn der Dynamo langsamer dreht, sinkt die Frequenz und dann wird aus dem Kondensator das Licht geboostet und dann ist es hell, ja. Ja, kommen wir noch zur seitlichen Kenntlichmachung. Ja, da gibt es ganz viel. Ich kann die Ringe auf dem Reifen haben. Ich kann so Clipsstäbchen an die Speichen dran machen. Es gibt sogar Speichen, die sind ab Werk schon mit so einer Farbe angemalt. Ich kann mir so einen Streifen wie von der Warnweste gibt es dann zu kaufen. Den von der Warnweste darf ich natürlich nicht nehmen. Kann ich mir zwischen meinen Speichen durchflechten. Und ich kann aber auch die ganz klassischen orangen Reflektoren nehmen. Ich kann auch mehr als zwei von den Reflektoren nehmen, ich musste nur gleichmäßig verteilen. Ja, seitlich Kür, man kann dann noch hier so tolles Reflexbrand dran machen. Dieses hier natürlich nicht, weil es aus China kommt und kein Prüfzeichen hat. In 22a ist kein zusätzliche rückstrahlende Mitte erwähnt. Ja, entweder gibt es da halt keine Zulassung für oder man soll einfach das für die LKWs nehmen und so. Da weiß ich nicht so genau, wie das dann ist, wenn sie da keine explizite Zulassung für genau die Anwendung haben. Naja. Und gerade bei so voll verkleideten Stromlinienfahrrädern sieht man so von den Pedalreflektoren und den Reflektoren in den Rädern nicht besonders viel, wie man da oben sieht. Ja, da ist es dann mit dem Klebeband an der Seite besonders spannend. Das obere Bild auch ein bisschen spannend mit dem Punkt, die lichttechnischen Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein. Da unten sieht man ja noch so einen Spalt und unten sieht man nochmal schön Fläche gewinnt. Wenn man da an die Speichen alle voll mit diesen Reflexklipsen hat, das sieht man einfach nochmal viel besser, als wenn man nur noch so einen Ring hat. Aber ja... Warte noch mal kurz. Das ist alles, wenn man so ein Reflexband nimmt, das ist alles optional. Das heißt, also du nicht haben. Eine Variante, hier so Streifen musst du nicht haben am Fahrrad. Aber du musst einfach nur eine Variante von es leuchtet an den Rädern haben. Okay. Du kannst ja aussuchen, welche. Du kannst aber auch alle zusammenschmeißen. Aber ich kann auch das ganze Fahrrad mit diesem Reflexband bekleben. Du kannst auch das ganze... Außer es ist nicht zugelassen. Das heißt, schlechtes Reflexband, was nicht zugelassen ist, darf ich da nicht draufkleben. Aber wenn nur ein... Aber keins darf ich draufkleben. Aber ist dann auf dem Band selber die Nummer noch drauf? Nein, draufkleben müsstest du es ja trotzdem dürfen, aber du erfüllst dann nicht die rechtlichen Anforderungen. Ja. Das meine ich natürlich. Auf dem Klebeband, was an einem LKW drauf ist, ist tatsächlich so alle 20 cm. Dann entsprechend ist es dann eine E-Nummer, weil es eine europäische Zulassung ist, drauf. Ja. Aber es ist hier nur gefordert, dass die lichttechnischen Einrichtungen zugelassen oder vorgeschrieben ist. Diese, genau die identische Formulierung gibt es auch bei den Kraftfahrzeugen.
Und das ist nicht abschließend auf die Straßenverkehrsordnung. Jeder Bus fährt hier vorne mit so einer komischen orangen Lampe mit ganz vielen Punkten, wo dann so Heidberg oder so draufsteht rum. Das ist auch eine lichttechnische Einrichtung, ist aber nach der Betriebsordnung für Kraftverkehr vorgeschrieben und deswegen auch in Ordnung. Also, ja. Das ist jetzt allgemein für Fahrzeuge, die keine Kraftfahrzeuge sind. Da, bevor es die Novelle gab, gab es ja keine Regelung für Fahrradanhänger, also einfach nur die allgemeinen Anforderungen für Nicht-Kraftfahrzeuganhänger war dann, ja, man macht das Ganze wie ein, also man macht halt das Rücklicht vom Fahrrad einfach hinten an den Anhänger dran, und dann musst du dann wahrscheinlich auch irgendwie Speichenreflektoren haben, wobei in dem Paragraph eigentlich andere Reflektoren gefordert sind. Da gab es dann immer viel Interpretation und jeder hat es anders gemacht. Ja, für Anhänger, die vor Anfang 2018 in den Verkehr gekommen sind, das ist wunderbar. Also ich habe noch nie einen Fahrradanhänger gesehen, der irgendwie so ein Fabrikschild hatte, wo dann drauf stand, gebaut 2017. Tolle Regelung, kann man noch nichts mit anfangen. Aber da sind nach wie vor, also wenn man auch so einen Handwagen hat, der groß genug ist, dass er irgendwelche Lampen braucht, die haben keine Anforderungen, haben nur die Reflektorenanforderungen, kann man sich auch hier sowas nehmen, wenn wir so eine 10 Watt LED einbauen, ist dann halt eine rote Lampe, also ist da wirklich nicht weiter definiert, wie das dann ist, wenn man jetzt einen alten Fahrradanhänger hat, ob man das da weitermachen darf, ist so ein bisschen Auslegungssache. Kommen wir zu dem, was sie sich jetzt neu für die Fahrradanhänger ausgedacht haben. Wenn es breit wird, machen wir vorne einen weißen Rückstrahler, machen wir ein paar weiße Rückstrahler dran, der ist ja geil, er steht über das Fahrrad, über ist irgendwie sinnvoll, dass er keiner gegenfährt. Was noch breiter machen, machen wir eine Lampe, wenn es auch wirklich auffällig ist. Und Blinker sind auch erlaubt, sind auch immer erlaubt. Also ich kann jetzt mein Zugfahrzeug haben, mein normales Standardfahrrad, was keine Blinker haben darf, aber der Anhänger darf es haben. Es ist halt nur Frage, wie ich das dann ansteuere, aber darf ich halt. Ja, der Anhänger muss auch wieder Reflektoren haben, in dem Fall ein paar, weil der Gesetzgeber anscheinend davon ausgeht, dass Anhänger immer bereit sind. Fabio? Ja? Wenn man ein Gerüstrettungsfahrrad hatte und was nicht fest mit dem Fahrrad verbunden ist, sondern locker, zählt das als Anhänger? Wenn nur ein Gerüst auf dem Fahrrad drauf muss, ist das Ladung. Und aber es ist nicht mit dem Fahrrad verbunden. Eigene Räder hat? Also das Schöne ist ja, dass die Anhängerkupplungen für Fahrräder keine Bauerzulassung brauchen. Also es ist relativ entspannt, was du dann noch als Anhängerkupplung definierst. Aber wenn du es irgendwie noch... Ja, das musst du dann interpretieren, ob das noch ein gefederter Rahmen ist oder schon Anhänger. Okay. Ja. Ja, interessanterweise, Schlussleuchte nur links. Es ist auch rechts keine optional erlaubt. Das ist irgendwie total bescheuert. Alles ist paarweise, aber Schlussleuchte nicht. Also das ist so der erste Fail, den sie gemacht haben. Ja, Blinker dürfen wir wieder haben. Wenn es breit ist, müssen wir wieder irgendwelche Lampen haben. Du kannst ja in die Mitte etwas 1 cm nach rechts, nach links schieben. Aber nur, wenn mein Anhänger schmaler als 40 cm ist. Sonst halte ich den Abstand ja nicht ein. Ja, und am Anhänger darf ich keine zusätzlichen Rückstrahlen in der Mitte haben. Die scheinen sie irgendwie vergessen zu haben. Ja, es ist irgendwie mit der heißen Nadel gestrickt, habe ich schon ein bisschen gesagt. Dieser kleine Reflektor wird gar nicht mehr erwähnt. Aber oben steht ja drin, es dürfen nur die zugelassenen und vorgeschriebenen Einrichtungen angebracht sein. Der ist ja jetzt aber nicht mehr vorgeschrieben. Sind jetzt hier irgendwie 100 Millionen Fahrräder unzulässig, weil die noch den alten Reflektor haben? Oder ist das und mehr so wie ein allgemeinsprachliches Oder zu interpretieren? Das ist so ein bisschen komisch gemacht. Ja, kein Rücklichtsrecht am Anhänger, habe ich schon gesagt. Fahrräder über 1,80 beleuchten wie ein Auto. Anhänger über 1,80 weiterhin wie Fahrradanhänger. Geiler Fail. Auch sehr schöner Fehler. Ich baue mir ein Lastenfahrrad hinten schön mit 1 Meter Ladefläche. Reicht, haben wir ja vorhin gelesen, bis 1000 mm. Ein Rücklicht in der Mitte. Lade ich jetzt aber 90 cm breiten Schrank drauf. Der steht ja dann mehr als 40 cm über den Lampen über. Muss den Schrank beleuchten, obwohl er schmaler ist als das Fahrrad. Also wir merken hier, irgendwas ist da noch nicht so ganz durchdacht. Genau, das ist da oben in Kursiv. Das dürfen nur die vorgeschriebenen und bauergenehmigten leuchttechnischen Einrichtungen angebracht sein. Gibt es diese schöne weiße Leuchte, die dann vorne an dem Anhänger links dran sein soll, damit da keiner gegenfährt. Ist aber im 22a nicht aufgeführt.
ja, nach was soll die denn jetzt Bauart genehmigt sein? Also, wenn die gar nicht in dem Paragraph drinsteht für die Sachen, die Bauart genehmigt sein sollen. Was für eine weiße Leuchte? Also, ich habe hier irgendwie so eine, für einen Kfz-Anhänger so eine Begrenzungsleuchte irgendwie. Ja, vielleicht kann man die da nehmen. Oder vielleicht auch ein Fernlicht vom Kfz. Es ist halt irgendwie, ja, da bin ich noch nicht so ganz mit meiner Interpretation schlau geworden. Vielleicht man ja auch normalen Fahrradscheinwerfer. Aber ganz ehrlich, dann hätten sie es auch hinschreiben können. Wir haben vorhin gelernt, Juristen sollten ein bisschen Deutsch können. Das erwarte ich von so einem Verkehrsministerium auch. Und die dritte. Verkehrsministerium hat einen langen Track Record aus Orten zu kommen, wo kein Deutsch steigt. Ja, und die dritte Option: na, es gibt irgendwie keine Vorschrift. Also, und wir interpretieren das und als, es ist erlaubt, wenn sie vorgeschrieben sind, und es ist erlaubt, wenn sie Bauart genehmigt sind. Das heißt, Bauart genehmigt bräuchten wir gar nicht, sondern nur, wenn das explizit im 22a gefordert wird. Das heißt, für diese weiße Leuchte hätten wir jetzt gar keine Anforderung. Finde ich so ein bisschen schwierig, aber das ist irgendwie nicht geil geschrieben. Das ist aber insbesondere für alte Anhänger interessant, die noch, wo es noch heißt, dass sie eben nur eben diesen einen Satz, der da oben steht, den 67, Paragraph 67 Absatz 1 erfüllen müssen und nicht die ganzen anderen Anforderungen mit ein paar Reflektoren und da eine Lampe und so, sondern die noch der alten Regelung unterredigen. Und für die ist es tatsächlich interessant, ob es nicht tatsächlich doch so ist, dass vorgeschrieben reicht. Und zwar dann vorgeschrieben nach dem allgemeinen Paragraph. Und dann kann ich hier nämlich wieder hier meine Monster-Selbstbauleuchte anbauen. Die Kappen gibt es auch in weiß, also kann ich auch nach vorne machen. Ist ja, kennt man so von der Baustelle, aber das ist die Variante für die Xenon-Blitzstäbe. Haben sie mal irgendwie falsch beschafft und dann gelb umgebaut. Ja, aber wenn ich meinen Handwagen habe oder falls diese Interpretation stimmt und das auch für alte Fahrradanhänger gibt, dann kann ich auch ein Grablicht oder eine Petroleumlampe hinmachen. Wenn man heute eine Pferdekutsche hat und ich sie nicht kommerziell nutze, darf ich sie tatsächlich mit Grablichtern oder mit Teelichtern beleuchten? Es gibt einfach keine Anforderungen, nur für die Reflektoren gibt es Anforderungen. Ah ja, im Bundesgesetzblatt, da gibt es einen kostenlosen Bürgerzugang, da kann man sich da original rechtsverbindlich alles schön angucken. Dann gibt es noch bootser.de, da kann man schön sich so Übersichten angucken, so was sich verändert hat. Und das ist auch klickibunti und alles verlinkt. Und wenn dann in einem Paragraph steht, ja, Verweis auf einen anderen Paragraph, kann man da draufklicken und dann ist ein Link, voll schön. Ja, und Perinorm noch, da gibt es alle möglichen Normen. Das sind einmal die ganzen Bilder. Die bunten Symbole für die Schalter kommen aus der DIN ISO 7001. Der Rest sind Fotos. Und damit ist dieser Antiterroranschlag vorbei.